Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trains in World 2 auf meinem Kanal und wir sind heute auf der LGW Mediterran. Dort möchte ich mal ein bisschen weitermachen und zwar im letzten Kapitel haben wir die abendlichen Arbeiten. Die möchte ich mit euch heute hier auch mal abarbeiten. Dann sind wir nach diesem Video mit 71 Szenarien noch in der Kreide oder ich, die ich euch noch präsentieren möchte, muss, darf und kann. Und ja, wir fangen mit dem TGW dann heute einfach mal an. Ich würde sagen, wir machen das allererstes mal hier alles an. Willkommen in Avignon. Heute werden Sie beauftragt, diesen abendlichen Zug nach Marseille über Haute-Provence zu fahren. Bereiten Sie den Zug für die Abfahrt vor. Bitte schön, Türen auf. Machen wir schon mal. Dann wollen wir den Fahrtmodus auf die Geschwindigkeitsvorgabe stellen. Dann wollen wir die Geschwindigkeit hier auch einstellen. Dann brauchen wir ein bisschen Instrumentenbeleuchtung. Da. Und dann sind wir doch im Großen und Ganzen erstmal fahrbereit sagen. Außer, dass wir gleich die Bremsen noch lösen müssen. Die sind nämlich aktuell noch angelegt. So, dann wollen wir kurz das Sicherheitspedal drücken, damit das Blinken da vorne aufhört. Machen die Türen zu. Und dann sollen wir jetzt eine 30-minütige Fahrt hier abarbeiten. Ich würde sagen, auf geht's. Zur Erinnerung, bei Haute-Provence finden in östliche Richtung Bauarbeiten statt. Sie werden nun auf das Gegengleis umgeleitet, bis sie die entsprechende Stelle passiert haben. Ja, bin ich mal gespannt, was da auf uns zukommt. Ich würde sagen, direkt mal den Tacho hier auf 300. Weil bis wir da vorne über die Weiche drüber sind, wir sind in Einzeltraktion unterwegs, 10 Wagen. Ist doch eine Einzeltraktion, oder? Ja, meine ich doch, 10 Wagen. Bis wir da über die Weiche drüber sind, haben wir die 170 noch nicht erreicht, die wir aktuell dürfen. Ihr wisst ja, die LGW Mediterran auch eine relativ einfache, nicht sehr anspruchsvolle und auch nicht sehr abwechslungsreiche Strecke hier. Und da braucht man auch eigentlich nicht viel tun, außer dass man die Geschwindigkeitsvorgabe einstellt. Dann ist man eigentlich immer auf der sicheren Seite, was die Geschwindigkeiten zumindest mal betrifft. Jetzt haben wir die 300 schon. Und die fahren wir jetzt erstmal. Bis jetzt sind wir ja noch nicht im Gegengleis. Ich bin gespannt, wo wir rüberfahren. Es gibt ja unterwegs einige Überleitstellen. Wir die Karre erstmal nach Haute-Provence bringen hier. Ja, viel zu erzählen gibt es ja eigentlich nicht zu der Strecke mehr. Das ist Umfang relativ wenig, Fahrplanfahrten relativ einseitig, das ist aber bekannt, aber mir es ist trotzdem aber wieder was anderes. Vor allem ja, es ist ein bisschen schade halt, dass die französischen und die Schweizer Strecke, die wir jetzt hier haben, halt jetzt nicht unbedingt die Abwechslung mit sich bringt. Weil gerade wenn man in neue Länder geht, dann hätte man darauf achten können, dann auch ein bisschen mehr Inhalt mitzugeben. Also daher hier zählt auch dasselbe wie gestern, hätte man auch mal sagen können, so eine Nebenstrecke oder so hätte man da vielleicht noch dazu nehmen können, wo man vielleicht den einen oder anderen Güterzug oder vielleicht sogar Personennahverkehrszug oder so fahren kann. Aber hier geht es halt um die LGW Mediterran. LGW, ne, ist ja die Schnellfahrstrecken in Frankreich. Das brauche ich aber, glaube ich, hier keinem mehr zu erklären. Das sollte bekannt sein, dass das so ist. Aber die 320 erreichen wir auch nicht, bis wir da sind. Ich muss mal hier noch mal wieder ein bisschen meinen Kopf anstrengen hier. West Cornwall ist inzwischen sogar total
als TBA. Ich weiß gar nicht, die Leute, die sich das auf Xbox schon runtergeladen haben, könnt ihr das überhaupt mal spielen? Mal nachfragen hier. Ja, ich drück ja schon. Müssen wir ein bisschen auf die Geschwindigkeit achten, weil es geht dann nachher Richtung Eau de Provence doch relativ steil bergab, wo teilweise die E-Bremse nicht reicht, um den Zug auf der dafür angedachten Geschwindigkeit zu halten. Und jetzt haben wir sogar noch ein bisschen Regen. Das dynamische Wetter hätte man allgemein einfach mal einführen können. Auch in den Fahrplanfahrten, dass man da einfach dynamisch eingegeben hätte. Wieder eine Menge Infos momentan für alle möglichen Spiele. Aber der November ist jetzt auch der Simulationsmonat. Haben sie in München, kommt raus. Landwirtschaftssimulator kommt. Also da haben wir ein bisschen was zu tun. Die Geschwindigkeit passt bis jetzt. Bisschen früher bremsen mit dem Regen, der TGV ist ja doch sehr träge auf der Bremse. Und Eau de Provence bin ich ja schon mal öfter am Bahnsteig vorbeigeschrammt. Das mal so ein bisschen, deswegen... Da nachher muss ich mir im Hinterkopf nochmal behalten, dass ich da ein bisschen bremsen muss. Ist jetzt alles tiefenentspannt hier. 32 Kilometer haben wir noch. 42, ja. Ich glaube, jetzt wird's gleich, jetzt kommt gleich der Bereich, in dem das ein bisschen achterbahnmäßiger wird. Jetzt ein bisschen Konzentration auf die Geschwindigkeit, dass wir nicht zu oft zu schnell fahren. Ich habe keinen Bock auf eine Silbermedaille, weil es mir eigentlich egal ist, Hauptsache das Szenario einmal abgeschlossen. Na, 3 Promille ist ja noch kein Gefälle. Wir fast noch in der Ebene.
müsste gleich irgendwann eine 300er Geschwindigkeitsbeschränkung kommen vor Haute-Provence. Ich glaube so 15, 20 Kilometer vorher, glaube ich, geht's los mit 300. Das ist dann der Bereich, wo es so hoch und runter geht. Berg hat der Zug nicht geschafft. War kurz auf 310 runter, aber das ist egal. Wir pesen hier eh lang. Ich meine, auch so ein TGW muss erstmal genug Kraft aufbringen, um überhaupt die 370 Tonnen da in Bewegung zu setzen. Weil leicht ist der ja nicht gerade der Duplex, der ist ja nochmal ein bisschen schwerer als der Standard-TGW. Schon mal auf 300. Wir haben eine Geschwindigkeitsvorankündigung da vorne. Und das schafft er nicht. Dann müssen wir die Bremse nehmen. Nehmen wir ein bisschen Luft dazu. Ist kein Problem. Machen wir. Müssen wir jetzt hier wahrscheinlich auch ein bisschen öfter machen, weil ihr seht das, ne? 35%, ja, so 3,5% geht das Pierpierk ab. Das ist ja schon fast Arosa-Linienniveau. Und der ist auch sehr zugfreundlich, der Zug. Also wenn der Gas gibt, dann gibt er auch Gas, ne? Also das ist hier nicht ganz so einfach. Dann sind die 300. Jetzt müsst ihr mal ein bisschen darauf achten, wie schnell ihr wirklich fahrt. Wenn ihr da zu große Probleme haben solltet, einfach Geschwindigkeitsvorwahl auf 290 einstellen. Dann sollte er frühzeitig in die E-Bremse gehen. Noch 17 Kilometer noch bei 300 km/h. Das ist nicht viel. Also wie gesagt, auf 30 Minuten ist dieses Szenario angesetzt. Wir sind jetzt bei 14. Also die LGW ist wirklich dann doch so eine Strecke. Also ich glaube, die Fahrplanfahrten hier, die könnte man relativ schnell an einem Tag durchspielen. Sind, glaube ich, warte, ich gucke mal, 56 Stück oder so sollten es sein. Ich kann ja hier nachschauen. Ich habe ja alles da dafür. LGB Mediterran sind 52 sogar nur. Also die werden relativ easy an einem Tag durchzuspielen. Weil da gibt es ja auch einige Fahrten, wo man einfach einen Zug ins Depot bringt. Ein bisschen mit der Luft mit dazu gehen. Dann sollten wir langsam gleich hier anfangen, auf Haute-Provence runter zu bremsen. 11 Kilometer haben wir noch.
Dann lassen wir mal ein bisschen rollen jetzt. Wie gesagt, geht er hier eh bergauf, bergab, dann kann er langsamer werden. Beim Hochrollen runter sollte er dann zumindest mal kurzfristig die 300 nicht mehr erreichen. Wenn das jetzt hier nicht zu weit nach unten geht, aber das sieht schlecht aus. So, jetzt gehen wir auf die Vorankündigung. Dann sollte jetzt am nächsten ETCS-Signal sollte 270 stehen, auf die wir runterbremsen sollen. Löse ich jetzt nochmal aus, lasse ich den Berg da vorne hochrollen. Topografie ist was ganz Schönes bei der Eisenbahn, wenn man sie kennt, die Topografie. Das ist natürlich ganz wichtig dafür. Upp, 270, wie ich vorher angekündigt hatte. Dann sollte es jetzt auf 230 am nächsten ETCS-Signal runtergehen. Lass ihn weiter rollen. Dann oben die Kilometer ein bisschen im Auge behalten, damit wir früh genug auf der Bremse sind. Weil der TGW mit dem Regen und so, das mag er nicht so. So, einmal auf 230. Dann sollte als nächstes die 170 oder 200 kommen. Nehmen wir erstmal die 200. Jetzt kommt das Mini-Flauchi und die Mutti nach Hause. Da gleich mich mal ein bisschen drum kümmern. Jetzt fahren wir die Tour hier erstmal noch zu Ende. 1,8 Kilometer. Wollte er gleich da auf 170 runterspringen und dann fangen wir mal an, den Bahnhof anzubremsen. Bis wir dann auch früh zum Stehen kommen oder zeitig zum Stehen kommen. Bin wieder sehr übermotiviert hier. Oh, das sollte passen. Ah, jetzt schleudert er. Oh, das wird knapp. Das wird knapp. Aber vielleicht reicht es für Bahnsteigende. Sieht gut aus. Ja, das wird nichts. Oder? Gucken, wir gucken. Ah, die Türen stehen am Bahnsteig. Das ist doch wunderbar. Gut, machen wir die Türen auf. Lassen wir den Bremsen im Regen hier. Das mit dem Geschoss, das kriege ich immer nicht so richtig auf die Reihe. Ein bisschen angebremst lassen wir ihn noch. Dann geht's gleich ins Gegengleis, denke ich mal. Das Signal ist offen. Und Gas geben klappt ganz gut. Bei dem Wetter. Bin ich ein bisschen überrascht. Aber nur gut. Jetzt geht es erstmal mit 160 ins Gegengleis. Na, dann kommt in 11 Kilometern die Schutzstrecke. Ja, jetzt an der Weiche hat er sich verschluckt. Da steht sogar ein Bagger da vorne. Ich muss ja noch ein Thumbnail machen. Eine Hebebühne ist das. Wie haben sie die denn da hingekriegt? Ich hoffe, ich kriege das gleich mit dem Strom hier wieder vernünftig hin. Komm, wir werden jetzt schon auf 230 wieder runtergeholt.
warum auch immer. Nächste ETCS-Block. Noch keinen. Weiser. Und 200. Wir haben am nächsten Block noch weiter runtergeholt. Hätte ich eigentlich ausmachen können jetzt. Aber wir warten mal auf den nächsten Block. Ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt wieder auf 160 genommen werden. Jawohl. Bereiten wir mal den Systemwechsel vor. Da kommt der nächste Block. Ne, noch nicht. Da müsste er gleich kommen. Dann gucken wir nochmal, ob eine Geschwindigkeitsschränkung dort nochmal dazu kommt mit dem TVM. Vermute eher nicht. Maximal 120 könnte ich mir noch vorstellen. Da ist er. Hopp. Ne, 160 bleibt. Gut, wunderbar. Dann bereiten wir den Systemwechsel vor. Ein bisschen Bremse reinlegen, damit er nicht zu schnell wird beim Systemwechsel. Beim Systemwechsel müsst ihr dran denken, habt ihr keine E-Bremse. Weil ihr ja keinen Strom habt. So, dann machen wir mal Licht an, dass ich hier alles sehe. So, dann müssen wir erstmal Leistungsschalter... Den müssen wir ausmachen. Jetzt muss ich die Bremse wieder auslösen. So, dann wollen wir den Stromabnehmer senken. Dann gehen wir auf C war es, ne? Ne, war es Gleichstrom? Müssen nochmal ein bisschen bremsen. Jetzt rollt er den Berg hoch. Jetzt können wir auslösen. So, jetzt muss ich... Oh, weh, oh, weh. Macht die Eisenbahn kaputt. Gleichstrom. Okay, wunderbar. Dann wissen wir es jetzt. Dann können wir auf Gleichstrom habe ich. Machen wir den Strom wieder hoch. Warten wir, bis wir wieder Energie kriegen. Sind wir aufs Regelgleis wieder gekommen. Sehr gut. Und dann haben wir wieder Strom. Dann geht das weiter hier. Sollen wir in Marseille sein, 5,3 Kilometer. Das ist machbar. TVM sind wir auch nicht mehr drin. Also wir fahren jetzt signalgeführt.
Wollen wir mal die 110 anstreben. Ein bisschen hin. Lassen wir die Automatik mal den Rest machen. Der will auch nicht, also dem ist es auch egal. Okay. Also 26 Minuten sind wir unterwegs, 30 Minuten war es veranschlagt. Also bis jetzt liegen wir sehr gut in der Zeit. 2,9 Kilometer noch für 5 Minuten. 5,5 Minuten haben wir noch. Also das ist alles wunderbar hier. Ich werde doch nochmal ein bisschen bremsen hier. Dann haben wir die 110 hier auch pünktlich geschafft. Und dann geht es gleich runter auf 60. Hier nochmal, weil ich kenne die Signale in Frankreich ja nicht. Grün ist klar, grünes Fahren, das ist überall gleich. Aber muss ja trotzdem eine Vorausschau haben. So, jetzt gehen wir mal richtig in die Eisen hier. Ein bisschen Luft dazu. Und dann sollten wir die 60 pünktlich erreichen. Kilometer noch. Am Bahnsteig sind. Oh, gleich zu schnell. Und da vorne ist 30. Dann müssen wir noch mal ein bisschen bremsen hier. Das sieht doch sehr gut aus. Punktemäßig bin ich auch mehr oder weniger zufrieden. Muss mal gucken, was für ein Achievements mir hier eigentlich noch fehlen für die Strecke. Ich kann auch noch nicht alle sehen bei Steam, weil einige sind immer noch versteckt, solange ich bestimmte Bedingungen nicht erfüllt habe. Na komm. Zeit passt perfekt. Haben wir hier eigentlich ein Collectibles? 41 von 6, 64. Also auch noch nicht. Wir müssen auch noch mal ein bisschen auf Suche gehen. Oder ich. Weil. Warum halten wir eigentlich an so einem Pimmelbahnsteig? Oh, ich habe das böse Wort gesagt. Angekommen, 2 Meter, Türen auf, gute Arbeit, werfen Sie einen kurzen Blick auf den Bahnsteig und gehen Sie sicher, dass alles okay ist, bevor Sie die Türen öffnen. Nö, mache ich nicht. Ich mache die Türen auch ohne Gucken auf. Dafür habe ich Personal hinten drin. Abgesehen davon, was soll beim Türen aufmachen großartig passieren. Beim Schließen müssten wir mal rausgucken, beim Aufmachen. Weiß ich nicht, ob das so nötig ist. Aber Fahrgäste sind jetzt alle raus, das heißt, wir können die Schotten zumachen. Wollen aber noch bis 31:30 warten. Müssen wir wohl nochmal 1,5 Minuten warten, kommen wir nicht drum rum.
Ich würde aber sagen, ich werde mal hier den ganzen Kladderadatsch ein bisschen auf Vordermann bringen. Damit haben wir jetzt nur noch ein Szenario hier offen. 6 von 36 Journey-Fahrten. Und 38% Fortschritt auf der Strecke. Ich glaube, das ist dann Platz 2 oder Platz 3 von den Strecken her. Ich gucke mal eben. Doch, Platz 3 ist es. Die West Somerset Railway ist bei 46% und auch die Arosa-Linie bei 46%. Und auf der Arosa-Linie haben wir schon alle Collectibles, die haben wir hier noch nicht. Ich glaube, wenn ich die mal suchen gehen würde, dann wären wir hier wahrscheinlich auch relativ fix durch. Der LGW. Aber jetzt warten wir erstmal, bis die Herrschaften da hinten fertig sind mit Abfertigen des Zuges. Dann schauen wir uns mal an, was wir hier bekommen haben. An euch schon mal der Hinweis an der Stelle, hier könnt ihr in den Discord kommen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort habt ihr die Möglichkeit, mit anderen Zuschauern und mit mir außerhalb von irgendwelchen Livestreams zu schreiben, beziehungsweise Informationen auszutauschen. Dort kriegt ihr auch alle Informationen rund um die Simulation, die ich so spiele, beziehungsweise die wir für interessant erhalten oder erachten. Und da seid ihr eingeladen, Link in der Videobeschreibung, wie gesagt. Dann habt ihr die Möglichkeit, natürlich wie immer einen Daumen da zu lassen unter dem Video. Und der Rangierführer hat Sie gebeten, Ihren Zug rückwärts in das Abstellgleis zu fahren, anstatt den Führerstand zu wechseln. Prüfen Sie, ob die Strecke frei ist und bereiten Sie Ihren Zug für die Fahrt vor. Der Rangierführer wird Ihnen beim Fahren von TGW 1.25. Können Sie mich hören? Ja, würde ich erstmal sagen, oder? Ist ja witzig. Okay, zum Bestätigen. Hier ist der Fahrer von TGW 1.25. Kann Sie hören? Okay, wir fahren auf das Nebengleis Marseille-Saint-Charles G12. Das Signal gibt Ihnen schon den Fahrbefehl. Wenn Sie bereit sind, können Sie los. Okay. Bin ich ein bisschen überrascht über das, was jetzt hier gerade passiert. Ich wiederhole, wir fahren auf das Nebengleis Marseille-Saint-Charles G12. Das Signal gibt mir einen Fahrbefehl. Ich fahre jetzt los. Dann machen wir das doch mal. Das ist ja witzig. So, Sie können weiterfahren, wenn Sie bereit sind. Das ist ja cool. Warum gibt es sowas nicht öfter? Ich dachte, wäre Feierabend jetzt hier. Ich fange schon an abzumoderieren und dann kommt noch sowas. Was denn los hier? Ja, geil. Feier ich jetzt schon das Ding. Sowas auf anderen Strecken nicht. Das finde ich witzig. Cool. Haben wir auch mal wieder was Neues hier. So, Rangierführer weiter. Das ist jetzt das Zielsprechen, würden wir in Deutschland sagen. Also der meldet sich jetzt alle 10 Sekunden, mindestens alle 10 Sekunden, sagt er irgendwas durchs Funkgerät, dass ich weiß, dass er noch hinten ist. Ansonsten müsste ich anhalten. Das wird jetzt hier im Spiel wahrscheinlich nicht so dargestellt. Doch, da ist er wieder. Er sagt wieder weiter. Okay. Das ist ja eine Mega-Aufgabe. Ja, das feiere ich jetzt, ne? Nummer. Mega geil. Und er meldet sich wieder. Ist hinten auch einer drin, ne? Wäre jetzt natürlich interessant. Nee, ist leer. Schade, das wäre jetzt noch cool gewesen. Aber komm, man muss es auch nicht übertreiben mit dem, was man hier kriegt. So, nächste Nachricht. Weiter. Noch etwa 50 Meter, sagt er. Noch 40 Meter. Noch 30 Meter. Noch etwa 20 Meter. Etwa 10 Meter und dann anhalten.
Zack. Das ist ja mega. So, alles klar, das war's. Rüsten Sie den Zug ab und genießen Sie den Feierabend. Also, abrüsten Sie mal noch. Stellen Sie den Kombihügel auf aus. Haben wir. Halten Sie die Zugbremse auf Anlegen, bis die HBL-Nadel auf 3 bar steht. War noch hin. Ja. Doof. Ja, auf 3 bar. Jetzt haben wir es doch. So. Setzen Sie den neutrale Bremseschalter auf gedrückt. Machen wir auch. Setzen Sie den Fahrmodus auf aus. Stopp. Richtungswender auf neutral. Aufgerüstet abstellen. Leistungsschalter. Warten wir mal auf Senken. Und Schalter aus. Drücken Sie und halten Sie für 2 Sekunden die Hilfsbatterie. Die hier hinten irgendwo verbaut, ne? Da. War gute Arbeit. Damit sind Ihre Aufgaben erledigt. Verlassen Sie den Zug und machen Sie eine Pause. Jo, mache ich. Wollen wir doch mal gucken, wo wir hier hin sollen. Ah, das ist ein geiles Szenario gewesen. Jetzt zum Schluss. Überraschung. Finde ich gut, sowas. So, und dann stellen wir uns da rein. Und dann holen wir uns jetzt mal unsere Medaille ab. Also, wie gesagt, der Discord, der Link in der Videobeschreibung. Ihr dürft natürlich ein Abo da lassen, die Glocke aktiviert. Ihr verpasst ja keine Folge mehr. Däumchen nicht vergessen. Und ja, sehr gerne sehen wir uns dann in der nächsten Folge um 18 Uhr. Wann genau, verspreche ich ja nicht mehr, weil ich momentan von der Zeit her immer gucken muss, wie ich es schaffe aufzunehmen. Aber ich bin guter Dinge, dass morgen vielleicht doch 18 Uhr schon wieder was sein könnte. Lasst euch einfach überraschen, Vorankündigung kommt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und von mir natürlich wie immer gepflegtes Reingehauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.